Drei Wege, näher zu Gott zu kommen. Bullshit. Herzlich willkommen zu Grace Hacks. Bin ich dir gerade auf den Schlips getreten? Darf man so etwas sagen als Christ? Also erstmal hast du eine theologische Aussage getroffen und dann hast du auch noch so ein Schimpfwort benutzt, Timo. Also das geht ja überhaupt nicht. Im Philipper 3, Vers 7, da sagt Paulus, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden erachtet. Der Kontext des Philipper 3 ist, da zählt Paulus seine religiöse Korrektheit auf, seine Selbstgerechtigkeit, all die Dinge, die er unter dem Gesetz erreicht hat. Die Dinge, die habe ich getan, um vor Gott gerecht zu sein. Die Dinge habe ich getan, um näher zu ihm zu kommen. Und er sagt, das habe ich alles für Schaden erachtet. Und dann im Vers 8 benutzt er sogar das Wort Skubala. Skubala, übersetzt, ist Hundekot. Ja? Es ist zum Wegwerfen. Es ist Abfall, es ist Dung, es ist Mist. Auf gut Deutsch, Bullshit. All die Dinge, wo ich versucht habe, Gott näher zu kommen. All die Dinge, in denen ich versucht habe, diese Beziehung zu reparieren. Wo ich versucht habe, näher zu ihm zu kommen, ihn zu beeindrucken. Paulus sagt, Bullshit. Ich schaffe es nicht allein. Ich habe es nie allein geschafft. Denn es ist immer er, der mich zieht. Es ist immer er, der zu mir kam. Es geht nicht, näher zu Gott zu kommen. 1. Korinther 6, 17, da sagt Paulus, hey, wer in Christus ist, wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Ja, wie viel näher willst du sein, als im Geist verschmolzen zu sein, ein Geist. Römer 8, das wunderbare Kapitel, hört ja mit dieser Aufzählung im Vers 38 und 39 auf, wo Paulus sagt, hey, weder Hohes noch Tiefes, weder Leben, Tod, Enge, Fürstentümer, Gewalten, Gegenwärtiges, Zukünftiges, nichts kann mich trennen. Nichts vermag mich zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dann sagst du ja, die Liebe Gottes, als ob Gott dich von weit weg lieb hat. Ja, Gott kann mich ja auch von Afrika oder von Amerika aus lieb haben. Nein, nein, nein. Johannes, im 1. Johannes 4, 8 schreibt Johannes, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ja, also nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Es ist nicht nur eine Emotion, es ist er selber, seine Gegenwart. Nichts kann mich von Gott trennen, denn Gott ist Liebe. So, jetzt haben wir aber ein Problem, denn im Jakobus 4, Vers 8, da fordert uns ja Jakobus auf, naht euch zu Gott, dann wird sich Gott auch zu euch nahen. Reinigt die Hände, ihr Sünder, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Aber hier geht es nicht um eine Distanz. Ja, als ob Gott noch weit weg ist und ich zu ihm kommen müsste oder er noch zu mir kommen müsste. Nee, der ganze Kontext von Jakobus 4 ist, Kontext ist Herzenseinstellung. Ja, da war Stolz, da war Bosheit, da war Ehebruch als Kontext. Er sagt, hey, wenn du Freund der Welt bist, dann bist du Feind Gottes. Hier geht's nicht um die Nähe, die Distanz zu Gott, sondern geht's hier um die Wertschätzung seiner Werte, seines Herzens, um diese Beziehung, die zwischen mir und ihm ist. Und unsere Sprache ist einfach oft zu eindimensional. Und wir versuchen, ein Gefühl oder eine Empfindung auszudrücken und drücken das aus, aber als tatsächliche Distanz. Also ich fühle gerade mich etwas entfernt von Gott. Ich spüre ihn nicht mehr. Gott ist weit weg. Ich möchte zu ihm kommen. Ich komme zu dir, als ob Gott jemals weg war. Ich nehme ihn vielleicht nicht so wahr, aber er ist immer Immanuel. Immanuel ist Gott mit mir, Gott mit dir. Ja, das ist der Name, den Jesus schon prophetisch vor langer Zeit über sich ausgesprochen hatte und über ihm ausgesprochen wurde. Sagt, dieser Jesus, ich bin Immanuel. Ich bin mit dir. Ich werde immer Immanuel sein. Ich werde immer mit dir sein. Selbst in deiner Sünde bin ich Immanuel. Selbst am Kreuz hing Immanuel. Da hat er den Namen nicht auf einmal aufgehört und sagt, oh, aber jetzt nicht mehr. Also du bist so weit gegangen, jetzt ziehe ich mich zurück. Sondern am Kreuz, an dem Tag
deiner schlimmsten Sünde, wo du, wo ich uns gegen Gott aufgelehnt haben, wir ihn sogar ermordet haben, da hängt immer noch Emmanuel am Kreuz. Und Emmanuel sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Emmanuel ist immer da. Und ich darf mich immer wieder daran erinnern, dass er Emmanuel ist, wenn ich mich nicht so fühle, als ob er da ist, wenn ich ihn gerade nicht so spüre. Dann darf ich mich trotzdem auf die Wahrheit stellen. Er ist da. Ich kann nicht näher zu ihm kommen. Ich kann tiefer in dieser Beziehung wachsen. Ich kann ihn besser kennenlernen. Ich kann immer mehr auch mein Leben so ausrichten, dass ich seine Werte wertschätze. Das heißt ganz praktisch, wenn ich sündige, dann entschuldige ich mich bei Gott. Dann bitte ich ihm um Vergebung. Aber nicht, weil ich Angst habe, dass er jetzt weg ist und deshalb er wiederkommt, sondern weil ich merke, ich habe gerade seine Werte verletzt. Und weil er mir so wichtig ist, möchte ich das nicht. Und ich möchte mich ändern, weil mir die Beziehung mit ihm so kostbar ist. Er ist Emmanuel. Er ist immer da. Selbst in meiner Sünde ist er da. Und genau da brauche ich ihn. Denn da erinnert er mich dran, dass er mich nie allein lässt. Er ist Emmanuel. Und er sagt zu dir auch an deinem schlimmsten Tag, ich bin immer noch da. Ich bin immer noch für dich. Spürst du mich oder spürst du mich nicht? Ich bin Emmanuel.